In Wiesbaden steht dieses Hochhaus. Bis vor etwa einem Jahr war hier das Finanzamt untergebracht. Doch dann zog die Behörde aus. Jetzt steht das 14-stöckige Gebäude fast komplett leer. Trotzdem muss das Land dafür weiter Miete zahlen. Stolze 3,4 Millionen Euro. Jahr für Jahr. Es ist ein Unding. Also es ist unglaublich zu begreifen. Also für jeden Privatmensch wäre das, also könnte keiner solche Kosten irgendwie auf sich nehmen und dass der Staat diese Gelder so sinnlos raushaut. Mich macht es sauer. Insgesamt. Diese Situation finde ich beschissen. Es ist wirklich einfach schade. Man 3,4 Millionen, damit kann man viel mehr anfangen. Und gerade in Wiesbaden könnte man es an anderer Stelle auch brauchen. Das Wiesbadener Bürogebäude gehört zu 55 Immobilien, die das Land Hessen vor rund 20 Jahren verkauft hat, um zu Geld zu kommen. Danach wurden die Gebäude direkt wieder auf Jahrzehnte angemietet. Mehr als die Hälfte der 55 Mietverträge läuft bis zum Jahr 2036. Doch der scheinbar clevere Deal wird zur Belastung für die Steuerzahler. Wie im Fall des ehemaligen Finanzamtes. Trotz des langfristigen Mietvertrages zieht die Behörde Anfang Oktober 2022 aus dem alten Gebäude in diesen Neubau. Damit sind alle Finanzämter unter einem Dach. Aber jetzt zahlt das Land zweimal Miete. Für den neuen Sitz, für den uns niemand verraten will, wie viel, und für das überflüssige alte Hochhaus 3,4 Millionen Euro. Ich persönlich finde es nicht professionell, gerade weil so langfristige Mietverträge sich eigentlich auch aktuell erledigt haben und oft nicht mehr so praktiziert werden und einfach nicht wirtschaftlich rentabel sind. Dass Millionen Miete bezahlt wird für ein leerstehendes Gebäude, ist völlig ungerecht. An jedem Steuerzahler. Beim zuständigen Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen verteidigt man die Doppelmiete. Schriftlich heißt es, die Mietzahlungen sind im marktüblichen Bereich. Herausforderungen im Gebäudebetrieb können niemals ausgeschlossen werden. Herausforderungen, die die Steuerzahler einen Haufen Geld kosten. Hoffentlich findet sich da schnell eine Lösung, weil wenn das jetzt natürlich noch ein paar Jahre so weitergeht, hat keiner irgendwie was davon. Wie es mit dem Gebäude weitergehen soll, ist völlig unklar. In Wiesbaden ist die Sorge groß, dass das ehemalige Finanzamt noch Jahre ein Millionengrab bleibt.